Hallo und willkommen bei Corpus Mutum. Ich bin Patrick Rudolfer, Physiotherapeut und Coach. Und das heutige Thema ist eben die Profi-Faszienrolle. Für die Leute, die schon etwas länger im Thema Faszien abrollen, Selbstmassage drin sind, wie wir zu dem Thema gekommen sind oder wie wir zu dieser Rolle gekommen sind. Wenn wir jetzt anschauen, die ganzen Kunststoffmaterialien, die wir haben, es sind einfach nur Rollen. Und dann haben wir uns gedacht, im Endeffekt kannst du einen normalen Nudelholger, ein Nudelholz genauso verwenden. Wenn du jetzt dann anschaust, okay, es gibt die Black Hole, dann hat man eben die günstigeren Anbieter, die dann einfach so im Prinzip ein Abflussrohr drin haben, ein Kunststoffrohr drinnen haben und eine Kunststoffhülle drauf. Am Anfang, wenn man anfängt damit, kommt man noch ganz gut rein, massiert den Muskel auch noch ganz gut, aber irgendwann merkt man einfach, dass man nicht mehr in die tieferen Schichten reinkommt. Und unser Gedanke war dann eben, zuerst einmal das Nudelholz zu nehmen. Und das haben wir dann auch gemacht. Und der nächste Schritt war dann eben den ersten Tischler zu finden, der uns dann vielleicht auch hilft, so eine Faszienrolle aus Holz zu machen. Und der erste Entwurf war halt angelehnt an diese Rolle. Und das war dann eben das Teil, war etwas schmäler als eben die normalen Faszienrollen. Aber mit diesen Noppen war es dann etwas zu schmerzhaft und dann haben wir gesagt, okay, Noppen tun wir mal weg auf jeden Fall. Dann haben wir gesagt, okay, das Ganze soll aus Zirbe sein. Wir haben dann in Kärnten einen Betrieb gefunden, der das uns zu einem Preis macht, dass es wirklich noch eben ein Produkt ist, das wir auf den Markt bringen können. Gut, und dann ist das rausgekommen und ich finde, das Teil ist richtig gut gelungen. Es hat jedes Teil hat eigentlich eine eigene Zeichnung und das finde ich einfach so schön am Holz, dass das einfach, ja, jedes Teil ein Unikat ist. Gell? Der Duft der Zirbe natürlich etwas ganz Besonderes, ich mag es einfach gern, deswegen gebe ich die ja ganz ungern her. Die gibt es bei uns jetzt auf der Homepage zum Kaufen. Die Adresse, warte mal, ist www.corpusmotum.com. Ihr könnt es auch auf Amazon schon kaufen. Wie gesagt, aus heimischer Produktion. Riecht super. Als Dekostück auch gut verwendbar, glaube ich. Und wir haben dann gleich den Ball mit integriert. Okay. Das ist ganz gut, eben, weil den hast du mit dabei. Okay. Da hast du einfach über das Gewinde haben wir da den Ball mit reingetan. Und da kann man einfach auch mit dem Ball ganz schön eben einzelne Sachen abholen und auch da sind wunderschöne Zeichnungen drin im Holz und das finde ich einfach genial. Die Zirbe selber ist eher ein weiches Holz, also wenn es runterfällt, kann es schon mal im Lecken passieren, aber der Tischler hat gesagt, eben, man kann da locker drüber schleifen, das heißt eben die Mecken kann man rausschleifen wieder und wenn es dann diesen Luft verliert, dann kann man auch das Ganze noch ganz leicht einmal anschleifen, da werden wir dann eben ein kleines Schleifer wieder zu in den Bocken reintun, wo du das Ganze dann schön einmal anschleifen kannst, um den Duft weiter im Raum auch zu haben. Also es ist doppelt und dreifach die Wirkung von dem Ganzen. Okay. Ich finde es genial. Es ist bei Leistungssportlern auch so, dass sie wirklich nicht mehr reinkommen in den Muskel und mit dem Teil kommst du dann wieder ein bisschen tiefer rein. Unsere Faszienrolle, schaut es euch an, schaut es im Internet einmal an und ich kann es nur empfehlen. Bis zum nächsten Video. Wenn es andere Anregungen noch gibt, wir haben dann auch noch eine kleinere Rolle gemacht. Gibt es einmal her, Tobi? Die dann wirklich ein Nudelholz ist. Also ich habe dann bei mir daheim so einen Nudelholger, so einen italienischen Nudelholger eben gefunden und auch den haben wir aus Zirbe gemacht. Ist auch zum Produzieren. Genau. Warte jetzt einmal, da wird es jetzt schwer mit dem Herschicken. Genau, das ist einmal das Teil noch an und da kommst du dann halt auch, da kannst du eben genauso so ein bisschen hochmobilisieren oder eben auch oben die Punkte finden, die man sonst nicht so leicht kriegt. Da kann man auch schön den Nacken einmal durchprobieren. Okay. Das ist dann das kleine Nudelholz, werden wir noch auf unserer Homepage tun und das ist dann also unsere Produktpalette in Richtung Faszienrollen momentan. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und schaut euch das Ganze auf unserer Homepage an.